Sollen im Prinzip ihr Handy zücken und filmen oder mit offenem Mund davor stehen bleiben und staunen. Es wird die Illusion erschaffen, dass also dieses Theatergebäude die Farbe verändert, dass es eine andere Oberflächenstruktur kriegt, dass es auch mal in Teilen ein bisschen beschädigt wird, aber am Ende natürlich wieder aufgebaut. Gut, der technische Aufwand ist nicht gerade gering, der dahinter steckt. Man muss zunächst mal dieses Gebäude exakt vermessen, um ein 3D-Modell davon zu erzeugen. Das lädt man dann in eine spezielle Software und in dieser Software kann man beginnen, eine Videoanimation auf dem 3D-Modell zu erstellen.